Wir wollten uns jetzt also in der heutigen Vorlesung mit dem zweiten Teil von Signalvorverarbeitung beschäftigen, also worum es sich jetzt dreht, hier bei dem, was wir tun, ist, wenn wir intelligente Systeme bauen wollen, dann können die natürlich in einer künstlichen Welt erstmal laufen, dass man etwas baut für Spielprobleme, in denen die Umgebung sozusagen bekannt und wohl definiert ist. In kognitiven Systemen haben wir das große Problem und die große Aufgabe, dass wir wirklich versuchen, das Ganze mit natürlichen Signalen aus der Umwelt zu tun. Und daher beschäftigen wir uns in zwei Vorlesungen damit, dieses Signal zunächst mal erst in einen Rechner reinzubekommen und dieses Signal dann so zu verarbeiten, dass der Rechner damit überhaupt erstmal arbeiten kann. Das heißt, wir müssen das Signal erstmal erfassen, wir müssen es dann versuchen, in digitaler Form darzustellen und es dann umzusetzen in einen Satz von Merkmalen, mit denen wir dann tatsächlich Klassifikation oder Erkennung oder Prädiktion durchführen können. Nun, das war im Wesentlichen die Vorrede schon von beim letzten Mal, dass wir sagten, wir müssen zunächst mal dieses Signal in den Rechner reinbekommen, und da hatten wir uns dann mit dem sogenannten Abtasten beschäftigt. Abtasten ist nichts anderes, als dass wir Messungen durchführen mit kurzen Intervallen, dass wir uns alle mit einer gewissen kurzen Periode das Signal anschauen und dann eine Messung durchführen und das in den Rechner reinbringen. Alle Ihren modernen Geräte haben solche sogenannten AD-Wandler schon drin. Das heißt, Ihr Handy, Ihr Laptop und so weiter haben alle eingebaute AD-Wandler, die dieses Signal in dieser Weise abtasten. Nun, diese Signale, wenn sie abgetastet sind, haben natürlich dann, müssen dargestellt werden in einer Bitfolge. Wir haben also festgestellt, dass wir zunächst mal diese Frage haben, dass wir bestimmen müssen, wie oft wir abtasten. Wenn wir das nicht oft genug machen, bekommen wir solche Schattendarstellungen, die sich Aliasing nennen. Aliasing führt zu Geräuschen oder Störgeräuschen, die wir auch schon uns angeschaut haben. Aber wir müssen auch schauen, dass wir genügend Bits zur Verfügung stellen, um ein solches Sample, eine solche Messung darzustellen. Und das hatten wir uns auch angeschaut mit den Quantisierungsebenen. Nun, das zweite, das uns wichtig war, ist festzustellen, was eine Faltung ist. Eine Faltung ist ein Operator, der zwischen zwei Signalen durchgeführt wird. Das heißt, wir können ein Signal mit einer zweiten Funktion jeweils falten. Und wir haben festgestellt, auch bestimmt, dass das deshalb so wichtig ist, weil wir auf diese Weise berechnen können, wie ein Signal, das man in ein bestimmtes System hineinführt, dann zu einer Ausgabe führt, die wir durch die Faltung berechnen. Dann das dritte, das wir uns angeschaut haben, sind die sogenannten Fourier-Transformationen oder Fourier-Reihenzerlegungen. Nun, Fourier-Reihenzerlegungen und Transformationen, wie wir schon sagten, ist für viele Informatiker ein Horror, weil es recht kompliziert ist und die Elektrotechniker beschäftigen sich da lange mit, aber es ist im Wesentlichen auch relativ intuitiv verständlich, was wir hier tun. Wir versuchen ein Signal, das in der Zeit bestimmt wird, umzuwandeln in eine spektrale Form. Und diese spektrale Form kennen Sie alle aus der Musik, aus Ihren Musikplayern, wie wir schon bestimmt haben. Und die Frage ist, wie macht man das mathematisch? Wie nimmt man eine Sequenz und wandelt die in eine Sequenz in einer Frequenzdomäne um? Eine Sequenz in einer Frequenzdomäne. Und hierfür hatten wir uns die sogenannte Fourier-Reihenzerlegung angeschaut. Bei der Fourier-Reihenzerlegung fange ich mit einer periodischen Sequenz an oder mit einem periodischen Signal, das zunächst mal kontinuierlich ist. Dieses f von x könnte eine Zeitfunktion sein, wie ein Musiksignal oder ein Sprachsignal. Und wir führen das in eine Fourier-Reihenzerlegung hinein. Wir nehmen dabei an, dass dieses Signal unendlich periodisch ist, dass es also periodisch unendlich so weitergeht. Und wenn das der Fall ist, dann können wir das zerlegen in solche Koeffizienten. Das heißt, wir zerlegen eine Funktion in eine Summe von verschiedenen Funktionen, die alle trigonometrische Funktionen sind, die wir allerdings durch einen Parameter ck entsprechend gewichten. Und dieses ck ist ein komplexer Koeffizient, der Fourier-Koeffizient einer Fourier-Reihenzerlegung, und in der komplexen Schreibweise können wir den darstellen, sodass wir dann, wenn wir das umwandeln, eine Amplitude, Phase oder Frequenz nach der Fourier-Reihenzerlegung bekommen. Und wir haben uns verschiedene Beispiele angeschaut. Eins zum Beispiel ist diese Fourier-Reihenzerlegung einer Rechteckfunktion. Wir haben gesehen, wie diese zunehmend, wenn ich mehrere solcher
Sinus- und Cosinusfunktionen zusammenführe, in der Tat dann die Rechteckfunktion darstellen kann, wenn diese Sinus- und Cosinusfunktionen entsprechend gewichtet und verschoben sind, also mit Amplitude und Frequenz. Dann haben wir uns damit beschäftigt, dass Fourier-Reihenzerlegung natürlich nur gilt, wenn wir es mit einem unendlich periodischen Signal zu tun haben, was in der Praxis natürlich nicht möglich ist. Das heißt, ein Sprachsignal wird nie unendlich periodisch sein, das verändert sich ständig. Das heißt, wir brauchen hier etwas Limitierteres oder etwas, was nicht unbedingt diese Periodizität annimmt. Und so kamen wir auf die sogenannte Fourier-Transformation. Bei der Fourier-Transformation geht man davon aus, dass man ein Signal hat, das unendlich läuft, aber nicht mehr periodisch ist, daher der Integral von minus unendlich bis plus unendlich, und dass wir auf diese Weise dann ein Fourier-Spektrum bestimmen können, das dann auch nicht mehr diskret ist, sondern kontinuierlich. Das heißt, wir haben dann die Formel kennengelernt, dass f von Omega, das Spektrum einer Funktion, definiert ist durch das Integral von minus unendlich bis plus unendlich über diese Funktion selbst mal diesem komplexen Exponenten e hoch minus i Omega t, dann dt. Die inverse Fourier-Transformation sieht ganz ähnlich aus. Sie hat eigentlich eine ähnliche Form. Sie sehen, dass wir in diesem Falle das Spektrum da einsetzen und auch wieder einen komplexen Exponenten haben, in diesem Fall nur mit einem Plus. Und wir haben noch einen Faktor 1 durch 2 Pi davor. Nun, auf diese Weise können wir dann das ursprüngliche Signal wieder komplett rekonstruieren. Das heißt, eine Fourier-Transformation ist invertierbar durch eine Funktion oder eine Formel, die eigentlich ganz ähnlich aussieht. Nun hatten wir dann auch festgestellt, dass wir in der Praxis nun natürlich diese komplexen Fourier-Transformationen uns irgendwie vorstellen müssen und versuchen wollen, die in irgendeiner Weise uns anzuschauen. Und jetzt gerade bei akustischen Signalen wissen wir, dass unser Ohr zum Beispiel Phasenverschiebungen der jeweiligen Fourier-Komponenten gar nicht hören kann. Das heißt, da interessiert uns besonders das Fourier-Leistungsspektrum. Und weil wir es mit komplexen Teilen dieser Fourier-Transformation zu tun haben, können wir dieses Leistungsspektrum bestimmen, dadurch, dass wir den Realteil dieses komplexen Spektrums quadrieren, den Imaginärteil auch quadrieren und die beiden jeweils zusammenzählen und die Wurzel ziehen. Das Phasenspektrum können wir auch bestimmen, dadurch, dass wir den Arctangens zwischen dem Imaginärteil und dem Realteil bestimmen. Auf diese Weise können wir ein Phasenspektrum bestimmen. Das heißt, wenn wir ein Leistungsspektrum haben und ein Phasenspektrum für ein beliebiges Signal, können wir es durch die inverse Fourier-Transformation das ursprüngliche Signal wieder exakt rekonstruieren. Nun, das ist alles sehr spannend und interessant. Wir hatten uns dann angeschaut mit verschiedenen Eigenschaften. Nun, diese Fourier-Transformationen haben Eigenschaften, die interessant sind, weil wir mit denen rechnen und arbeiten können. Das erste ist die Linearität, das heißt, wenn wir zwei Signale zusammen addieren und dann die Fourier-Transformation bilden, dann ist das gleich der Summe der Fourier-Spektren selbst. Also nehmen Sie an, wir nehmen das Signal, multiplizieren es mit C1, ein zweites Signal mit C2 und wir addieren die zusammen und machen dann die Fourier-Transformation. Dann ist das gleich der Multiplikation des Fourier-Spektrums des ersten Signals mal C1 und des zweiten mal plus der des zweiten mal C2. Wir haben diese Linearität in der Fourier-Transformation. Eine Eigenschaft, die können sich herleiten. Ein oder andere machen wir auch in den Übungen, aber wie gesagt, das sind Eigenschaften von den Fourier-Transformationen, die man direkt aus der Definition ableiten kann. Differenziation, wenn wir versuchen, ein Signal zu differenzieren, also f n-te Ableitung von f und dann die Fourier-Transformierte ziehen, dann ist das gleich des ursprünglichen Spektrums f von ft mal i Omega hoch n. Das heißt, wir haben hier eine Umformulierung, dadurch, dass wir hier noch einen Faktor vorne dran bekommen, wenn wir ursprünglich das Signal differenziert haben. Verschiebung, das ist in manchen Aufgaben eine etwas wichtigere Eigenschaft. Wenn wir ein Signal verschieben um einen bestimmten Wert, also wir haben das ursprüngliche Signal und verschieben es um eine Konstante groß t, was passiert dann mit dem Spektrum? Das Spektrum ist immer noch dasselbe, allerdings haben wir hier jetzt eine Phasenverschiebung, die man dann wieder in diesem komplexen Exponenten findet, der jetzt mit diesem Spektrum multipliziert wird. Das heißt, eine Verschiebung in der Zeitdomäne t minus groß t
ist gleich dem ursprünglichen Spektrum F, also Fourier-transformiert eines Signals, das wir verschoben haben, ist dann die Fourier-transformierte des Signals mal e hoch minus i Omega groß t. Dasselbe passiert, wenn wir im Spektrum eine Verschiebung durchführen. Das heißt, wenn wir im Spektrum in der Frequenz eine Verschiebung durchführen, also f von Omega minus Omega 0, dann ist das gleich des Fourier-Spektrums des ursprünglichen Signals minus mal eines komplexen Exponenten e hoch minus i Omega 0 t. Das heißt, Verschiebung und Multiplikation mit einem komplexen Exponenten sind sozusagen die äquivalenten Operatoren in der Frequenz- und in der Zeitdomäne. Nun, wie ist das mit der Faltung? Das ist jetzt eine ganz wichtige Eigenschaft, denn die werden wir uns gleich in mehreren Anwendungen auch anschauen. Wir haben uns ja die Faltung angeschaut und festgestellt, dass eine Faltung zweier Signale letztendlich bedeutet, dass ich das eine Signal spiegle, dann multipliziere ich die beiden, bilde den Integral und dann verschiebe ich jeweils die eine Funktion immer stückchenweise. Und durch jeden Integral bekommen wir dann einen neuen Wert für jeden Punkt t, auch in der diskreten Definition, die wir hier als zweites sehen. Wenn wir uns jetzt anschauen, was bedeutet das im Spektralbereich? Das heißt, Faltung der Zeitfunktion. Wenn ich also zwei Zeitfunktionen habe, die ich miteinander falte, also erste Funktion gefaltet mit der zweiten und dann die Fourier-transformierte bilde, dann ist das gleich dem Produkt der Fourier-transformierten des ersten Signals mal der Fourier-transformierten des zweiten Signals. Umgekehrt ist das auch so, dass wenn ich zwei Spektren miteinander falte, dann bedeutet das dasselbe wie die Fourier-transformierte der Multiplikation der beiden dazugehörigen Signale miteinander. Das heißt also, auch hier wieder im Spektralbereich, im Zeitbereich, Faltung und Multiplikation sozusagen äquivalent auf beiden Seiten. Jeweils, also wenn ich das in der einen Domäne mache, habe ich den anderen Operator in der anderen. Nun, warum ist das nun wichtig? Das interessiert uns ganz besonders in verschiedenen Weisen. Ist für Sie auch als Informatiker bei dem Bau solcher Systeme relevant und wichtig. Denn das Zweite, was wir hier zum Beispiel sehen, f1 von Omega mal f2 von Omega, ist letztendlich ein Filter. Wenn ich ein Spektrum habe mit einer charakteristischen Form, das könnte zum Beispiel ein Filter sein, dann kann ich ja ein ursprüngliches Signal mit einem Spektrum multiplizieren und dann bestimmte Teile aus diesem Spektrum sozusagen heraus dividieren oder multiplizieren. Also stellen Sie sich vor, ich habe einen Tiefpassfilter und ein Tiefpassfilter ist im Spektrum etwas, was alles durchlässt bis zu einer bestimmten Frequenz und dann null ist. Und ich multipliziere das mit dem eigentlichen Spektrum, das ich versuche zu filtern, dann ist das ja im Wesentlichen, dass ich das ursprüngliche Spektrum abschneide durch eine Multiplikation, die ab einer bestimmten Frequenz alles auf Null setzt. Also Multiplikation ist da das Richtige. Nun, was sehen wir, was das dann äquivalent in der Zeitdomäne ist? Es ist eine Faltung und auch das macht Sinn. Wenn wir sagen, im Spektrum ist das eine Multiplikation des Spektrums des ursprünglichen Signals mit dem Spektrum des Filters, dann bedeutet das in der Zeitdomäne ein Falten des ursprünglichen Signals mit einer Funktion, die die invers Fourier-transformierte dieses Spektrums ist. Und wir haben ja schon gesehen oder darüber gesprochen, dass für uns das relevant war, dass wir ausrechnen wollen, was kommt aus einem System heraus, wenn ich in ein Signal in das System reinstecke und es dann mit einer charakteristischen Funktion falte, kann ich ja die Ausgabe berechnen. Das hatten wir das letzte Mal schon besprochen. Hier sehen wir das auch nochmal anschaulich, weil wenn wir das uns vorstellen wie ein Filter, dann ist die Multiplikation auf der spektralen Seite äquivalent zum Falten auf der Eingabeseite. Okay, also Faltung zweier Funktionen entspricht dem Filtern eines Signals. Nun hatten wir auch in diesem Zusammenhang von der sogenannten Impulse-Response oder einen Impulsantwort eines Systems gesprochen. Also stellen Sie sich vor, ich habe ein irgendein beliebiges System, möchte feststellen, das hatten wir in der letzten Vorlesung schon besprochen, möchte ausrechnen, was rauskommt, wenn ich dort ein bestimmtes Signal reinstecke. Also Beispiel hier, ich möchte ausrechnen, wie es klingt, wenn ich hier in das Mikrofon hier vorne reinspreche und Sie ganz hinten
in der letzten Reihe, hallo, haben sozusagen ein Mikrofon dort aufgebaut und wir wollen feststellen, wie das Signal klingt, wenn das Signal hinten bei Ihnen ankommt. Nun, aus signaltheoretischer Sicht her gesehen, bedeutet das, das ursprüngliche Signal zu falten mit einer charakteristischen Transferfunktion des Hörsaals. Und diese charakteristische Transferfunktion des Hörsaals, die kennen wir natürlich nicht. Und die Art und Weise, wie man den allerdings bestimmen kann, ist die sogenannte Impulsantwort. Denn wir wissen, dass ein Impuls mit einem beliebigen Signal das beliebige Signal gibt nach der Faltung. Richtig? Das hatten wir das letzte Mal angeschaut. Also ich falte ein beliebiges Signal mit einem Impuls und dann kommt das beliebige Signal hinten raus nach der Faltung. Das hatten wir das letzte Mal gesehen. Ja? Wer kann sich... Alle, die sich daran erinnern, Hand hoch. Ah, gut, aufgepasst. Also das heißt, Impulsantwort, wenn ich einen Impuls in das System reinschicke, dann bekomme ich automatisch die Impulsantwort raus und das ist meine charakteristische Funktion dieses Systems. Das heißt, was ich machen muss, in dieses System einen Puls reinschicken, dann bekomme ich die charakteristische Transferfunktion dieses Systems und dann kann ich ein beliebiges Signal durchschicken. Das heißt, wenn einer von Ihnen zum Beispiel, wie gesagt, teure Konferenzanlagen haben sowas, dass sie erstmal ein Boing produzieren, die schalten sie an. Also wenn sie von Polycom oder anderen Firmen so teure Konferenzmikrofone kaufen, dann schalten die sie an und dann macht es am Anfang erstmal Boing. Und dieses Boing ist im Wesentlichen ein Impuls, den sie in den Raum reinschicken. Wenn ich sowas mache und dann hinten messe, was hinten ankommt, dann ist das meine Impulsantwort und mit dieser Impulsantwort kann ich dann alle zukünftigen Sprachsignale falten und bekomme dann das ursprüngliche Signal. Und in der Spektraldomäne bedeutet das dann ein Multiplizieren. Wenn ich also nun diese Impulsantwort, dieses charakteristische Transfersignal Fourier transformiere, dann kann ich das ursprüngliche Signal Fourier transformieren, die Impulsantwort Fourier transformieren und die beiden jeweils miteinander multiplizieren. Auch das ist ein enormer Vorteil, schon alleine rechnerisch. Der eine oder andere wird das vielleicht bei Ihnen schon in Algorithmen kennengelernt haben. Wir wissen, dass wir zum Beispiel eine Fourier-Transformation, und die werden wir nachher noch sehen, durch eine sogenannte FFT realisieren, eine Fast Fourier Transform. Und diese FFT geht in n log n Schritten, das heißt, sie läuft schneller als n Quadrat, wohingegen die Faltung zweier Signale in Quadrat vielen Schritten geht. Das heißt, wir können uns tatsächlich sogar Arbeit sparen oder schneller rechnen, indem wir zunächst mal beide Signale in die Fourier-Transformation oder in die Spektralebene transferieren und dann miteinander multiplizieren. Also auch rechnerisch macht das Sinn. Okay, also das halten wir fest. Wichtig ist, dass wir wissen, dass ein Signal, das hinten aus einem System rauskommt, die Faltung ist des ursprünglichen Signals gefaltet mit einer charakteristischen Transferfunktion h von n und dass wir das Ganze ausdrücken können links in der Zeitdomäne als Faltung und rechts hier unten auch in der Spektralform, nämlich dass wir die Spektren der beiden Signale jeweils miteinander multiplizieren und dann das Spektrum des Ausgabesignals bekommen. Das sind also Standard-Filter-Operatoren und wir werden gleich sehen in einem anderen Zusammenhang, warum uns das auch in jeder Weise in anderen Teilen interessiert. Okay, nun zu diesen Zusammenhängen nochmal die Übersicht. Wir haben also hier gesehen, dass ein Signal zu einer Transformierten führt, dass wir eine umgekehrte Transformation auch haben. Das heißt, wir können die Transformierte, ein Signal transformieren und von der Transformierten wieder zurück in das Signal. Das heißt, wir können in beide Richtungen diese Transformation durchführen, Fourier-Transformierte oder Inverse. Wir können auch feststellen, dass die Eigenschaften, die wir haben auf den beiden Anschauungsweisen, also Zeit- oder Fourier-Spektrum, Eigenschaften haben, die jeweils korrespondieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei der Fourier-Reihenzerlegung gesehen, dass wenn ich mit einem kontinuierlichen Signal anfange, dann wir hatten mit einem periodischen Signal bei der Fourier-Reihenzerlegung angefangen und dann festgestellt, dass die Ausgabe dann diskret ist
Umgekehrt ist das auch richtig, wenn ich ein diskretes Signal habe und eine Fourier-Reihenzerlegung oder Fourier-Transformation durchführe, bekomme ich ein periodisches Signal. So ähnlich geht das dann auch mit reell und gerade, also reell und gerade sind komplementär zueinander und imaginär und ungerade. Nun, für uns ist besonders wichtig diese Geschichte mit diskret und periodisch, weil die interessiert uns natürlich, weil wir es mit echten Signalen auf einem Rechner zu tun haben. Also auf einem Rechner haben wir natürlich das Problem, dass bei der Fourier-Reihenzerlegung wir sagten, das muss unendlich periodisch sein. Und beides ist natürlich nicht realistisch. Das heißt, wir haben, wenn wir in den Rechner reingehen, kein Signal, das periodisch unendlich geht. Das Zweite, das wir auch nicht haben, ist ein kontinuierliches Signal. Wir haben also immer ein diskretes Signal, das wir da reinstecken wollen. Das heißt, auch diese Annahme ist streng genommen falsch. Das heißt, wir hatten uns in dem Zusammenhang dann auch die Fourier-Transformation angeschaut, dass wir diese Annahmen lockern können. Aber wir werden schauen, dass das uns natürlich in die Bredouille bringt, denn wir brauchen eigentlich auf beiden Seiten, auf der Zeitdomäne als auch auf der Spektraldomäne, Signale, die diskret sind, weil wir mit einem echten Rechner rechnen. Und wir brauchen Signale, die nicht unbedingt periodisch sind, weil wir es mit echten Signalen nun tatsächlich zu tun haben. Und wie lösen wir das? Denn wir haben gesehen, dass diese Ausdrucksformen uns das natürlich nicht liefern. Aber wir wissen von dieser Darstellung, dass wenn ich etwas Diskretes reinstecke, ich was Periodisches rausbekomme. Und wenn ich etwas Periodisches reinstecke, etwas Diskretes rausbekomme. Und das will ich natürlich auf beiden Domänen haben. Nun, wie realisieren wir das? Das schauen wir uns also gleich an. Bevor wir das tun, hier noch zwei Beispiele für wie Fourier-Transformationen nun aussehen, was so typische Fourier-Transformationen sind. Die eine ganz typische ist natürlich die Fourier-Transformierte einer Sinusfunktion oder einer Cosinusfunktion. Und auch das ist eigentlich relativ intuitiv. Sie können das durchrechnen anhand der Formeln, die wir kennengelernt haben. Aber die Intuition sollte Ihnen eigentlich schon sagen, was da rauskommt. Wenn ich eine Sinusfunktion von 100 Hertz habe, welche Frequenz hat die? Eine Sinusfunktion von 100 Hertz hat eine Frequenz von 100 Hertz. Also gar keine besondere Fangfrage. Nun, wenn wir uns das im Spektrum angucken, wie sollte es dann im Spektrum aussehen? In meinem Spektrum hat sie ja daher nur einen Frequenzanteil, eben bei 100 Hertz. Das heißt, was sollten wir dann im Spektrum sehen? Ist schon an der Tafel. Das ist nur ablesen. Ein Impuls bei 100 Hertz. Das heißt, wir haben ein Spektrum und das sagt, alles ist null, nur bei 100 Hertz habe ich dann einen Impuls, der sagt mir, hier habe ich einen einzigen Frequenzanteil eben bei 100 Hertz und das sagt mir die Intuition schon und die Theorie bestätigt das, dass ich nämlich hier dann Impulse bekomme auf der negativen, auf der positiven Seite meines Spektrums, das ist periodisch, aber wir sehen, dass wenn ich eine Sinusfunktion hier reingebe und das Fourier transformiere, dann bekomme ich einen Impuls in der Frequenzdomäne und bei der Cosinusfunktion ist das ebenso. Also sinus- und cosinusförmige Signale werden im Frequenzbereich als zwei Impulse wiedergegeben und das ist das, was wir eigentlich auch erwarten würden. Und die zweite typische Fourier-Transformierte, die Sie immer in der Literatur wiederfinden, ist die sogenannte diese Hut-Funktion. Stellen Sie sich also vor, ein Tiefpassfilter oder ein Hut in der Zeitdomäne, also etwas ist an und dann aus und Sie produzieren das Spektrum davon. Dann ist das Spektrum diese sogenannte Sync-Funktion. Das ist eine Funktion, die so eine Spitze hat in der Mitte und dann so abdämpft oder abschwingt. Umgekehrt ist das auch richtig. Das heißt, wenn Sie im Spektrum eine Hut-Funktion haben, also einen Tiefpassfilter, dann bekommen Sie in der Zeitdomäne auch so eine Sync-Funktion. Auch die sind nützlich und wichtig, wenn wir uns mit sogenannten Fensterungen des ursprünglichen Signals beschäftigen. Das möchte ich jetzt aber im Moment nicht Also das zunächst mal nur als eine typische Fourier-Transformation, die man sehr häufig sieht. Zurück also zu unserer Beobachtung. Ein endliches Signal kann zu unendlichen Spektren führen. Das haben wir hier gerade gesehen. Das heißt, wir brauchen auch hier Approximation. Je stärker die Übergänge im Signal, desto höher die Frequenz der Komponenten, umso breiter das Spektrum. Auch das
sollte inzwischen Sinn machen. Das heißt, wenn ich etwas im Signal habe, das schnell wackelt, dann bedeutet das, ich habe hochfrequente Anteile in meinem Fourier-Spektrum. Auch das werden wir sehen. Okay. So, nun unser Problem ist, dass wir beide kontinuierlich schwer digital darstellen können. Das heißt, wir brauchen etwas diskret in der Zeit und diskret in der Fourier-Spektrum. Das heißt, wenn unsere Eingabe diskret aperiodisch ist, dann ist mein Ergebnis periodisch und kontinuierlich. Ich brauche also in diskreter Zeit eine Fourier-Transformation. Oder ich möchte eine diskrete Fourier-Transformation, bei der die Eingabe und die Ausgabe diskret ist zunächst mal. Wir haben es mit einem echten Rechner zu tun. Also wenn Sie auf Ihrem PC eine Fourier-Transformation berechnen wollen, dann bedeutet das, dass Sie diskrete Zahlen eingeben wollen und diskrete Zahlen rausbekommen wollen. Das bedeutet aber nach diesen Eigenarten der Fourier-Transformation, dass sowohl die Eingabe als auch die Ausgabe periodisch sein müssen. Das hatten wir ja gerade gesagt, stimmt nicht, ist nicht realistisch. Und was können wir da machen? Das ist in der Tat so, also wir benutzen daher die sogenannte diskrete Fourier-Transformation, die im Wesentlichen das ist. Sie nimmt also an, dass man periodisch diskret als Eingabe hat und diskret und periodisch als Ausgabe. Und das ist die Formulierung, die man am meisten benutzt, die Sie benutzen werden, wenn Sie auf MATLAB oder sonst einem Tool versuchen, eine Fourier-Transformation zu berechnen. Ist das eine diskrete Fourier-Transformation? Die schnelle Variante davon ist die sogenannte FFT, Fast Fourier Transform, und die berechnet Ihnen eine Fourier-Transformation von einem Signal. Nur das Problem dabei ist, das Gute bei dieser diskreten Fourier-Transformation ist, dass Eingabe und Ausgabe diskret sind, aber wegen der Eigenarten der Fourier-Transformation bedeutet das, dass aber auch periodisch in Unendlichkeit in der Eingabe und in der Ausgabe. Und das stimmt natürlich nicht, wie wir schon sagten, wir haben es nicht mit ewig periodischen Signalen zu tun, das heißt, wir müssen hier Annahmen machen oder so ein bisschen uns eine Approximation denken. Was man hier tut, ist das sogenannte Fenstern eines Signals. Das heißt, ich nehme ein Signal her, das natürlich nicht periodisch ist, das bewegt sich in alle kuriosen Arten und Weisen, und ich schneide mir da jetzt ein Fenster raus. Ich schneide mir also ein Stückchen Signal raus und ich tue so, als ob dieses Stückchen Signal jetzt periodisch in alle Unendlichkeit so weitergeht. Und das ist eine sogenannte Kurzzeitbetrachtung, dass ich für dieses kurze Stückchen Signal jetzt Periodizität annehme und annehme, dass dieses Signal ewig so weitergeht. Wenn ich das tue, dann bekomme ich genau eine sogenannte Short-Time-Fourier-Transform. Das bedeutet also, ich mache eine Fourier-Transformierte über ein kurzes Stück Signal, bei dem ich angenommen habe, dass periodisch so weitergeht, damit es diskret auf der anderen Seite rauskommt. Aber ich habe natürlich jetzt angenommen, dass es kurzfristig so ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr das Spektrum für das komplette Signal, sondern nur für so ein Stückchen, das ich ausgeschnitten habe. Nun ist das natürlich das, was ich eigentlich auch wirklich haben will. Wenn ich also ein Spektrum berechnen möchte für Musik, also Ihr Music Player, wenn Sie auf Ihrem iPhone oder sonst den Music Player laufen lassen, dann bekommen Sie ja nicht ein statisches Spektrum, sondern eins, das sich ständig verändert. Also diese Bars, die da hoch und runter gehen, bedeuten ja, dass das Spektrum letztendlich ständig sich verändert, während die Musik spielt. Und das ist das, was Sie haben wollen. Sie wollen eigentlich ein Spektrum für alle, jedes, für die Kontinuität der Musik, so wie sich das Spektrum über die Zeit hinweg ändert. Das heißt, wir schneiden uns dieses Stückchen aus. Jedes Stückchen tun wir so, als ob es periodisch unendlich weitergeht. Und wir berechnen dann ein Spektrum, das nur für dieses Stück gilt und das sich dann über die Zeit hinweg dann auch verändert. Das ist also dieses Short-Time-Fourier-Spektrum, das man mit einer sogenannten FFT tatsächlich berechnet. Nun, ein kleiner Haken an der Sache, den ich parenthetisch dazu sagen will. Wenn ich ein Stück rausschneide aus einem Signal, kann ich das einfach so tun, ohne die Gesetze der Signalverarbeitung zu verletzen? Was bedeutet denn aus Signalsicht ein Ausschneiden? Ja, aber warum?
Was bedeutet signaltheoretisch ausschneiden? Ja, eigentlich auch gute Betrachtung, weil im Wesentlichen tun wir das, wir tasten ab für ein bestimmtes Stück. Aber ich würde mal sagen, wir multiplizieren es mit einem Fenster. Das wäre jetzt mal die Variante, die ich präferieren würde. Das heißt, wir nehmen ein Signal und wenn wir das rausschneiden, bedeutet das ja, dass wir das ursprüngliche Signal mit einem Rechteckfenster multiplizieren, das eine gewisse Länge hat. Also das Rausschneiden von 10 Millisekunden Sprache bedeutet letztendlich das ursprüngliche Signal hernehmen und mir das multiplizieren mit einem Rechteckfenster, das 10 Millisekunden lang ist. Das ist also 1 10 Millisekunden lang und 0 sonst überall. Also rausschneiden bedeutet dieses Multiplizieren. Nun haben wir gerade festgestellt, was bedeutet es denn, wenn ich zwei Signale miteinander multipliziere? Kann sich jemand erinnern? Faltung, genau. Das Multiplizieren zweier Signale in der Zeitdomäne bedeutet eine Faltung in der Spektraldomäne. Und das wiederum bedeutet, dass wenn ich mein ursprüngliches Signal so ausschneide, ist das nicht kostenfrei. Da mache ich also wirklich eine Approximation, wo ich wirklich an dem Signal Sachen verändere. Dadurch, dass ich es rausschneide, multipliziere ich mit einem Rechteckfunktion. Und das wiederum bedeutet, dass ich das tatsächliche Spektrum meines Signals falten werde mit der Fourier-Transformierten meines Rechteckfensters. Nun, die Fourier-Transformierte eines Rechteckfensters, die haben wir schon kennengelernt. Das ist diese Sinkfunktion, die wir gesehen haben. Das heißt, was wir dann tatsächlich rausbekommen, ist das tatsächliche Spektrum, das wir versuchen, spektral darzustellen, allerdings gefaltet mit dieser Sinkfunktion. Nun will ich Sie da mit den Details von all dem nicht langweilen. Man hat sich da viel Gedanken darüber gemacht, was ist das ideale Fenster, mit dem ich jetzt nun ausschneiden soll, damit ich mein Spektrum so wenig wie möglich verzerre oder verstöre. Und hat da typischerweise gibt es so gewisse runde Fenster, mit denen man rausschneiden kann, sogenannte Hamming-Fenster und Henning-Fenster, und die letztendlich an den Enden und daher also auch ihre Intuition mit den scharfen Kanten, dass die nicht gut sind, weil in der Faltung ich natürlich das so glatt wie möglich machen möchte. Ich möchte sozusagen, dass am Ende mein Signal so gut wie möglich repräsentiert wird. Okay, das also nur parenthetisch. Dass dieses Ausschneiden und periodisch so weiter tun, so tun, als ob es periodisch weitergeht, man vorsichtig machen muss mit Filtern. Diese Ausschnittfenster und Filter müssen vorsichtig gewählt werden, damit man da nicht viel zerstört. Okay, aber gehen wir noch zurück auf einen anderen Punkt, der hierbei wichtig ist, das Aliasing oder das, was wir uns angeschaut haben mit dem Abtasten. Und bei dem Abtasten ist es ja nun so, auch das ist, da tun wir einen Operator ja anwenden. Das heißt, wenn wir ein Signal abtasten, dann haben wir uns das so vorgestellt, dass wir im ursprünglichen Signal Messungen alle, was weiß ich, alle so und so viele Millisekunden machen wir eine Messung der ursprünglichen Wellenform. Und auch das ist eigentlich mathematisch gesehen ja nun ein Operator. Wenn ich eine Messung durchführe, alle paar Punkte, also ein kontinuierliches Signal nehme und das jetzt nun messe mit bestimmten Zeitintervallen, dann bedeutet das ja, dass dasselbe, wie wenn ich das ursprüngliche Signal mit einem Impulszug multipliziere. Wir erinnern uns alle, was ein Impulszug ist. Und abtasten bedeutet letztendlich nichts anderes, als das ursprüngliche Signal mit einem Impulszug zu multiplizieren. Ich bekomme jetzt also einen Zug von Impulsen, die unterschiedliche Größe haben, unterschiedliche Gewichtung. Das können wir uns also so vorstellen, den Impulszug haben wir ja kennengelernt. Das ist also eine solche Reihe von Impulsen mit einer bestimmten Periode groß T. Und wir haben dann auch festgestellt, dass die Fourier-Transformierte dieses Impulszug auch wieder ein Impulszug ist. Das haben wir alles letztes Mal schon gesehen. Das heißt, wir haben einen Impulszug mit der Dirac-Funktion x minus μ groß t. Das ist also der Intervall groß t, mit dem sich diese Impulse wiederholen in aller Unendlichkeit. Und wenn ich davon das Spektrum bilde, die Fourier-Transformierte, dann bekomme ich auch einen Impulszug, bei dem allerdings die Periode dieser Impulse nicht sich mit t unterscheidet, sondern mit 1 durch t, dem Inversen. Wir sehen das in der Formel, was hier rauskommt. Wir oben Omega minus μ 2 Pi geteilt durch groß T haben. Das heißt, wenn dieser Intervall meines Impulszuges größer wird, dann würde dadurch die Abstände im Spektrum zwischen dieser Impulse kleiner werden. Also ich nehme einen Impulszug
der eine bestimmte Periode der Impulse hat, dann ist die Fourier-transformierte auch wieder ein Impulszug, nur dass die Periode invers proportional ist zu der ursprünglichen Periode der Impulse in der Zeitdomäne. Nun, warum ist das interessant? Weil das erläutert uns letztendlich auch diesen Effekt vom Aliasing. Denn wenn wir gesagt haben, dass wir beim Samplen, beim Abtasten, ein ursprüngliches Signal hernehmen und es multiplizieren mit einem Impulszug, was bedeutet multiplizieren in der Zeitdomäne, in der Frequenzdomäne? Multiplizieren hier bedeutet Faltung auf der anderen Seite. Ja? Das heißt, wir sagen, wir haben jetzt das Spektrum des ursprünglichen Signals, wir haben das Spektrum dieses Impulszuges und falten die miteinander. Okay? Das ist hier in diesem Bild angezeigt. Das heißt, wir haben ein ursprüngliches Signal f von t, dessen Spektrum f von Omega ist oder wäre. Aber jetzt ist das nicht kontinuierlich, sondern wir tasten das Ganze ab. Das heißt, wir haben jetzt abtasten einen Impulszug s von t, das sind jetzt Impulse mit einer Periode t. Und die multipliziere ich jetzt mit dem ursprünglichen Signal. Ich bekomme auf der linken Seite dann diese Darstellung hier, dass ich nämlich das ursprüngliche Signal multipliziere mit meinem Impulszug s von t. Mal schauen, ob ich meinen Laserpointer finde. Das heißt, wir haben hier diesen Impulszug s von t multipliziere ich mit dem ursprünglichen Signal und ich bekomme jetzt die Abtastwerte, die ich gesucht habe. Die sind jeweils das Produkt des ursprünglichen Signals mit den Impulsen dieses Impulszuges. Und das Ganze im Spektrum sieht dann so aus, dass das ursprüngliche Spektrum, das ich versuchte hier zu repräsentieren, ist mein Spektrum hier. Mein Impulszug wird im Spektrum zu einem neuen Impulszug s von Omega, dessen Intervalle umgekehrt proportional sind zu den ursprünglichen Intervallen. Und so bekomme ich dann als Faltergebnis der Faltung die Faltung der Impulse des Impulszuges mit dem ursprünglichen Spektrum hier, Entschuldigung, der Impulszug hier, mit dem Spektrum gefaltet, gibt mir jetzt nun diese ursprünglichen Spektren, außer dass das jetzt nun Kopien sind, dieses ursprünglich periodische Kopien dieses ursprünglichen Spektrums. Jetzt sehen wir auch den Effekt des Aliasings. Wenn dieses Spektrum bandbegrenzt ist, wie wir hier sehen, und diese Impulse weit genug voneinander auseinander liegen, dann wird hier nichts Schlimmes passieren, wenn ich die beiden jeweils miteinander falte, denn dann bekomme ich einfach nur Kopien des ursprünglichen Spektrums und ich kann das ursprüngliche Spektrum dann gut wieder daraus extrahieren. Wenn allerdings diese Impulse zu nah beieinander liegen, das heißt, wenn ich also das ursprüngliche Spektrum nehme, es falte mit dem Impulszug im Spektralbereich und die Impulse sind weit genug voneinander entfernt, und dann bekomme ich einfach nur Kopien von dem ursprünglichen Spektrum, die sich hier einfach wiederholen. Nichts Besonderes bei. Das ist, wenn diese Impulse weit genug voneinander sind, das bedeutet nah genug im Zeitbereich. Nun, wenn die Impulse zu nah beieinander im Spektralbereich sind, das heißt, die Impulse im Zeitbereich zu weit voneinander liegen, dann bedeutet das, dass sich diese Kopien meines Spektrums anfangen zu überlappen. Dann sind diese Impulse näher beieinander. Die Faltungen bedeutet, dass die jeweiligen Kopien dieser Spektren jeweils übereinander liegen. Das heißt, ich bekomme hier ein solches Verwischen oder Vermischen dieser Kopien der Spektren. Und das ist genau der Effekt des Aliasings, den wir dann beobachten. Das heißt, ich bekomme so Schatten von den Kopien des Spektrums nach dem Falten in der Frequenzdomäne. Nun, was muss passieren, damit das nicht passiert? Das heißt, dieses Überlappen der Kopien wollen wir natürlich nicht haben. Das heißt, das bedeutet, wir müssen zuschauen, dass diese Impulse weit genug voneinander entfernt sind, dass wir diese Überlappungen nicht haben nach der Faltung. Hier sind sie zum Beispiel zu nah beieinander und wir bekommen dann diese Vermischung der Kopien. Das heißt, wir müssen zuschauen, dass diese Impulse weit genug voneinander liegen. Und wie wir gesehen haben, das bedeutet in der Zeitdomäne, dass die Impulse nah genug beieinander liegen, weil die ja sich umgekehrt proportional verhalten. Das heißt, wir müssen diese Intervalle in der Zeitdomäne relativ nah beieinander
abtasten. Das heißt, wir müssen schnell genug abtasten. Die Periode, die Intervalle dieser Impulse muss klein genug sein, damit Aliasing nicht passiert. Das ist genau, was wir vorhin schon das letzte Mal anschaulich schon betrachtet haben, nämlich, dass ich schnell genug abtasten muss, damit das Aliasing nicht passiert. Hier haben wir jetzt die signaltheoretische Anschauung, die uns zeigt, warum es schnell genug passieren muss, damit wir die Überlappung in der Spektraldomäne durch die Faltung nicht haben. Das heißt, wir müssen die Sampling-Frequenz groß genug wählen oder die Intervalle klein genug, damit in der Frequenzdomäne hier keine Überlappung der Spektren passiert. Wir müssen eigentlich zwei Sachen festlegen. Das eine ist, dass das Abtasten schnell genug passiert. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass dieses Signal tatsächlich bandbegrenzt ist. Wenn dieses Signal nun sehr breit ist im Spektrum, dann haben wir natürlich auch Probleme, auch wenn das Signal hier schneller abtastet. Das heißt, wir brauchen wirklich zwei Sachen. Wir müssen sicherstellen, dass wir schnell genug abtasten und dass dieses Signal bandbegrenzt ist. Und beides hatten wir das letzte Mal schon anschaulich hier mit anschaulichen Argumenten uns klargemacht. Nun, ganz konkret gesagt, wenn wir das genau ausrechnen, dann bedeutet das, wir müssen die Intervalle in der Zeitdomäne kleiner wählen als 1 durch 2 Omega oder anders ausgedrückt, wir müssen schauen, dass wir mindestens doppelt so schnell abtasten wie die oberste Frequenz meines Spektrums. Das heißt, mein Spektrum muss bandbegrenzt sein und wenn ich Ihnen sage, mein Spektrum geht von 0 bis 1000 Hertz, muss ich wie schnell mindestens abtasten? 2000. Ich muss also mindestens doppelt so schnell abtasten. Nun bei Sprache, das was wir hier machen, reichen so in der Regel 8000 Hertz, aber bei 8000 Hertz, um ein Musik- oder Sprachspektrum darzustellen, das heißt, wir tasten in der Regel für Sprachsignale mit 16.000 Hertz ab, das heißt, in Spracherkenner benutzen wir meistens 16.000 Hertz als Abtastrate, also 16.000 Zahlen pro Sekunde, die wir bei so einem Signal tatsächlich abtasten und messen. Okay. Gut, das meiste hier haben wir schon gesagt. In der Praxis, was wir hier haben, ist Abtasten in endlichen Intervall möglich. Spektrum lokal, in kleinem Intervall interessant. Das heißt, wir benutzen dann eine Fensterfunktion, wie ich Ihnen das gerade erzählt habe, dadurch, dass wir das Signal ausschneiden. Wir tun so, als ob das unendlich so weitergeht, periodisch. Wir machen dann eine diskrete Fourier-Transformation oder eine FFT. Diese FFT gibt mir dann das Spektrum. Ich muss dann aber schauen, dass ich das Fenster entsprechend wähle, dass das so akkurat wie möglich das ursprüngliche Signal rekonstruiert oder darstellt. Okay. Und das mit dem Aliasing haben wir auch erläutert. Wir müssen also mindestens zweimal so schnell abtasten wie die oberste Frequenz. Und das können wir dadurch erreichen, dass wir einfach die Sample-Frequenz erhöhen, also die Abtastfrequenz erhöhen oder die Bandbegrenzung erniedrigen. Das heißt, wir müssen das Signal schauen, dass es eben nur halb die oberste Frequenz meines Signals nur halb so groß ist wie die Abtastrate. Das heißt, wenn ich eine niedrigere Abtastrate wählen möchte, dann muss ich sicherstellen, dass die obere Ende des Spektrums begrenzt ist. Ja. Nochmal? Ich habe Sie nur so halb verstanden, aber ich meine, was Sie sagten, ist, gibt es eine Begrenzung an der unteren Ende des Spektrums? Nein, das kann also runtergehen bis auf Null. Sie müssen nur schauen, dass die oberste Frequenz, die höchste Frequenz, halb so groß ist wie die Abtastrate, um es wieder rekonstruieren zu können. Also ich weiß nicht, ob ich Sie richtig verstanden habe. Wenn nicht, kommen Sie nachher nochmal, dann klären wir das. Also ein Tiefpassfilter muss im Wesentlichen gewählt werden. Wir brauchen keine Bandpassfilter und so weiter. Es ist natürlich so, dass das Telefonsignal zum Beispiel auf über klassische Telefone ist das Signal nur so zwischen 3000 und 4000 Hertz. Das heißt, wir brauchen für Telefon klassische alte
Telefonie eigentlich nur bis 8000 Hertz zu samplen. Und an dem unteren Ende fehlen dann zwar Teile, aber die können wir mit repräsentieren, die stören nicht. Okay, das haben wir also alles gesehen. Okay, nun so ein paar andere Betrachtungen. Soweit eigentlich das, was wir über Vorverarbeitung wissen sollten. Wir sollten also drei Dinge kennen: das Abtasten, was ich machen muss, dass es wirklich rekonstruierbar ist, wie ich abtaste, dass ich da Quantisierungs- und Raster- oder Abtastfrequenzschwierigkeiten haben könnte, die ich in den Griff, im Griff haben muss. Das Zweite ist, dass ich ein solches Signal in die Spektraldomäne umwandeln kann und will, dass das praktische Vorteile hat und dass wir dann ein Leistungsspektrum bestimmen können oder ein Phasenspektrum, mit dem wir dann später arbeiten können. Das können wir uns dann als Vektoren vorstellen, die dann unsere Merkmalsvektoren für die tatsächliche Verarbeitung dieser Signale darstellen. Nun, mit diesen Koeffizienten oder Daten oder abgesampelten Daten kann man nun Verschiedenes tun. Es gibt sowohl in der Spracherkennung als auch in der oder in der Erarbeitung von akustischen Signalen als auch in den Bildsignalen auch zusätzlich zur Faltung auch Kreuzkorrelationen. Wir sehen hier so ein Beispiel einer Kreuzkorrelation zweier Signale. Die sehen so ähnlich aus wie die Faltung, nur dass wir hier das Spiegeln nicht tun. Das heißt, wir nehmen die Signale, legen die übereinander, multiplizieren die auf und summieren sie auf und verschieben sie dann so das eine gegen das andere. Vorteile oder Möglichkeiten dafür sind eben auch solche Filter oder Kantendetektoren, die man damit baut, wenn das zweidimensional ist in der Bildverarbeitung. Und ein spezieller Fall dieser Kreuzkorrelation ist die sogenannte Autokorrelation, wo man ein Signal mit sich selbst sozusagen korreliert. Das heißt, ich benutze ein Signal, schiebe das, mache zwei Kopien davon und schiebe diese Kopien jeweils leicht zueinander an sich vorbei und multipliziere die auf. Nun, warum ist das interessant? Es ist eine ganz relativ einfache, primitive Form der Darstellung eines Signals, die ich benutzen kann, um damit allein auch schon wieder ein akustisches Signal zum Beispiel darzustellen. Ein besonders interessanter Aspekt davon ist, dass es natürlich automatisch periodische und nicht periodische Signale in der Sprache gut repräsentiert. Wenn ich zum Beispiel stimmhafte Sprache habe, A, U, I, kommen wir noch in der Spracherkennung dazu, dann sind die stimmhaft, meine Stimmbänder vibrieren. Und dieses stimmhafte A, weil meine Stimmbänder vibrieren, bedeutet das, dass wir ein periodisches Signal haben, wo die Schwingungen der Stimmbänder immer wieder auftreten. Das sind sozusagen Pulse, die durch den Vokaltrakt gehen. Und diese Wiederholungen dieses Signals kann man sehen. Das heißt, unsere Wellenform wird dann so aussehen, nämlich, die Autokorrelation. Schauen, ob ich ein Beispiel habe. Nee, leider nicht. Tut mir leid. Aber Tafel haben wir auch keine. Muss ich es also vorstellen. Stellt sich also ein stimmhaftes Signal so vor. Ja, das heißt, wir haben da also bestimmte Pulse, die von den Stimmbändern herkommen und dann schwingt das ab und dann wiederholt sich das Ganze. Wenn ich nun ein solches Signal kopiere und an sich selber vorbeiführe, dann wird es sich natürlich dann verstärken, wenn die zweite Periode wiederkommt. Das heißt, dann bekomme ich große Ausschläge und das sieht man hier in dieser Autokorrelationskoeffizient, wenn die aneinander vorbeigeführt werden, aufmultipliziert, bekomme ich jetzt auf der Laserpointer nicht mitspielen. Sie sehen, dass also diese Peaks erscheinen. Hier, hier und hier sind sozusagen die Überlappungen dieser Periode, wo sich das Ganze dann gegenseitig bestärkt. Das wiederum ist nützlich, wenn wir zum Beispiel die Grundfrequenz bestimmen wollen und das sprechen wir vielleicht später noch drüber, wenn wir über Spracherkennung dann sprechen. Also wenn ich zum Beispiel feststellen will, ob ich diese Grundfrequenz bestimmen will, dann kann ich Autokorrelationskoeffizienten dazu benutzen, um diese Periodizität des Signals zu bestimmen. Und interessanterweise, wenn wir es jetzt nun mit Reibelauten, da bewegt sich nichts in den Stimmbändern, wenn wir sowas haben, dann haben wir natürlich in der Autokorrelation keine Überlappung, das heißt, wir sehen diese Peaks dann hier nicht mehr. Okay, bei
Bildverarbeitung macht man so ähnliche Sachen, dass man mit der Kreuzkorrelation sogenannte Kantendetektoren sich entwickelt. Diese Kantendetektoren sind kleine Filter, die letztendlich dann auch durch Korrelation feststellen können, ob da eine bestimmte Kante ist, eine scharfe Ecke im Bild. Früher in der Bildverarbeitung hat man Kantendetektoren benutzt, um zum Beispiel die Konturen von einem Bild zu bestimmen, also festzustellen, wo ist zum Beispiel der Rand eines Gesichtes oder wo ist der Straßenverlauf. Heutzutage benutzt man dafür neuronale Netze, die solche Kantendetektoren eigentlich automatisch bilden. Dass das heute tatsächlich durch reines Lernen implizit in einem neuronalen Netz passiert, ist eins der faszinierenden Aspekte von neuronalen Netzen. Und das werden wir uns auch anschauen, wenn wir dann über neuronale Netze sprechen. Das ist also eins der schönen Vorteile der ganzen Verarbeitungsschritte. Nun sind das eigentlich so die Grundlagen, die ich Ihnen einfach nur mitteilen wollte, von Signalverarbeitung. Das heißt, wir müssen Wissen nochmal abtasten, um es in den Rechner reinzubekommen, falten, um damit rechnen zu können, was passiert, wenn ich es in ein System reingebe, und dann die spektrale Darstellung, weil sie uns Merkmale gibt, mit denen ich dann tatsächlich Klassifikatoren bauen kann. So, nun ist die Frage, wir haben das Stichwort gesagt, Klassifikation. Wenn ich das Signal nun im Rechner drin habe, was mache ich nun? Jetzt will ich Gesichter erkennen, ich will Sprache erkennen, ich will Auto fahren, ich will alle möglichen Sachen machen, und mein intelligentes System muss jetzt diese Signale benutzen und sie verarbeiten. Also entweder Funktionsapproximation zu machen, kontinuierliche Funktionen zu prädizieren, oder um ein bestimmtes Signal zum Beispiel zu klassifizieren. Habe ich ein A gesagt? Habe ich ein U gesagt? Ist das ein bestimmtes Gesicht? Ist das ein bestimmtes Objekt? Und Klassifikation ist kompliziert deshalb, weil wir große Variabilität haben in den Signalen, die wir sehen. Das heißt, wir sehen Signale, wir hören Signale, und die können teilweise sehr überlappend, sehr ähnlich sein. Und aus dem Grunde müssen wir uns hier mit unterschiedlichen Modellen beschäftigen. Und die einfachste Form eines Klassifikators wäre der sogenannte Schablonenansatz. Den hat man in der Spracherkennung tatsächlich 10 Jahre lang verfolgt. Das heißt, man versucht für jedes Wort in einem Vokabular zum Beispiel eine Schablone abzulegen. Was bedeutet eine Schablone? Stellen Sie sich vor, ich sage, dass die Zahlenwörter 1 bis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, sage ich einmal, lese ich einmal vor. Ich habe also ein Sprachsignal, das habe ich vorgelesen für jedes dieses Zahlenwort. Und dann nehme ich das Signal, mache eine Fourier-Transformierte, ich bekomme also Spektren für dieses Zahlenwort, und die speichere ich ab. Ich habe also jetzt für jedes Zahlenwort ein Beispielsmuster von Spektren für diese Zahlenwörter abgespeichert. Und wenn ich ein zukünftiges, ungesehenes, neues Wort spreche und ich sage 4, und ich will jetzt wissen, was habe ich gesagt, das klassifizieren wollen, bedeutet, ich nehme dieses Stück Spektrum, was ich gerade gesprochen habe, und vergleiche das mit allen meinen Schablonen. Und dieses Vergleichen kann ich machen durch eine solche Kreuzkorrelation. Ich nehme also jetzt mein Spektrum, das ich aufgenommen habe, und mache eine Korrelation mit allen Spektren in meinem Schablonenspeicher und schaue, welches von diesen Schablonen die kleinste Distanz hat, oder also welches am einfachsten ist oder welches am nächsten ist. Dass ich versuche, das neue Signal mit den abgespeicherten Schablonen zu vergleichen. Und das ist der erste Ansatz, den man machen kann bei der Spracherkennung, und man hat das ganz am Anfang tatsächlich so getan, dass ich mir also bestimmte Signale hernehme und die dann vergleiche mit den Schablonen. Allerdings hat der Ansatz enorm viele Probleme. Zunächst mal brauche ich ja dann eine Schablone für jedes Wort in meinem Vokabular. Und dann wahrscheinlich nicht nur eine, sondern mehrere, weil ich es unterschiedlich aussprechen kann und weil es unterschiedliche Sprecher gibt. Und für 50.000, 100.000 Wörter jeweils Schablonen abzulegen, ist mühsam. Das wollen wir also gar nicht. Und dann könnte ich zum Beispiel neue Wörter auch nicht aussprechen oder erkennen, weil neue Wörter brauchen dann wieder mehr Schablonen. Das heißt, ein solcher Ansatz ist ineffizient, er ist unpraktisch und er ist auch in der Performance nicht gut. Denn viele Symbole oder viele Klassen, die ich habe, sind dann auch nicht unbedingt konsistent. Also eine Schablone ist ja nur eine Darstellung meiner Realität. Diese Realität kann sich durchaus verändern. Das heißt, wir haben teilweise Abstraktionen notwendig, um festzustellen, ob etwas zu einer bestimmten Klasse gehört. Wenn ich zum Beispiel bei Mustererkennung von Buchstaben
das Wort J erkennen will, dann kann ich unterschiedliche Fonts haben, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Positionen meines Buchstaben auf dem Bild. Und all das möchte ich immer noch als denselben Buchstaben erkennen können, auch wenn meine Schablone, auf der ich vielleicht trainiert habe, ganz anders aussieht. Ich brauche also nicht nur Schablonen, die ich irgendwie einmal gespeichert habe. Ich kann natürlich sagen, ich sammle jetzt so viele Schablonen wie möglich für alle möglichen Fonts, aber das wäre erstens mal wieder mühsam und die Vollständigkeit sicherzustellen ist immer ein Problem. Das heißt, was ich eigentlich möchte, ich möchte generalisieren. Ich möchte ein Modell bauen, das allgemein gültig ist für eine bestimmte Klasse. Und ein Modell bauen, da sind wir schon wieder in einer ganz anderen Welt, nämlich wo wir dann sagen wollen, ich möchte einen Klassifikator bauen, bei dem ich jetzt nicht mehr unbedingt genau sage, dass es ein bestimmtes Muster ist, sondern ich möchte einen Klassifikator haben, der über verschiedene Formen dieser Muster entsprechend generalisiert. So, und damit wären wir jetzt also auch bei dem Thema Klassifikation. Bei der Klassifikation versuchen wir jetzt genau das zu tun, was wir gerade gesagt haben, aber wir versuchen das möglicherweise durch Modelle. Wir wollen also eine Theorie entwickeln, die mir sagt, wie ich ein Symbol oder eine Klasse, ein Muster klassifiziere, auch wenn ich nicht unbedingt eine Variante habe, sondern viele Varianten. Das heißt, ich möchte ein Modell bauen, ein Modell für eine Klasse, die mir sagt, wie diese Klasse jeweils charakterisiert ist. Und hierfür, das bedeutet also einordnen in die Welt, da gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Arten der Klassifikation. Das eine ist, dass ich gesellschaftlich definierte Konventionen habe, die ich versuche zu klassifizieren, also wenn ich zum Beispiel Buchstaben in Zeitungen oder auf Plakaten versuche zu erkennen, menschliche Artefakte, also Objekte, Kredite, das sind abstrakte Muster, ob ich einen Kredit gewähre oder nicht, kann eine Klasse sein oder auch nicht. Die sind also menschlich definiert, da gibt es meistens Vokabularien oder Regeln dafür, was wir damit meinen, aber wir wollen das klassifizieren. Das zweite wären zum Beispiel Kategorien, die natürlich gegeben sind, die wir nicht vorgeben, aber die wir in der Natur finden, Katze, Hund, Tiere, Berge, Bilder, Gesichter und so weiter. Auch hier, wie klassifiziere ich die? Die Definition hier ist manchmal nicht ganz so einfach. Nun, wie tue ich das? Nun, zunächst mal ist die große Frage, wie baue ich ein Modell? Ich könnte auf die Idee kommen, dass ich eine Klasse oder ein Muster definiere durch bestimmte Regeln. Die Philosophen im alten Griechenland haben das versucht. Die haben sich gegenseitig versucht auszutricksen, indem sie so Puzzle sich zuwarfen wie einen Stuhl zu definieren oder eine Katze. Definieren Sie mal einen Stuhl, dann können Sie fast für jede Definition immer wieder ein Gegenbeispiel finden. Also was weiß ich, vier Beine und dann haben Sie einen Stuhl mit einem Bein oder mit zwei oder Sie sagen, das muss immer nach unten gehen, dann haben Sie so komische Dinger, die mit so Kurven sind und so weiter und so fort. Es gibt also ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten, einen Stuhl zu entwickeln, der letztendlich auch sich teilweise nur durch seine Funktion, was er versucht zu tun, definieren lässt und daher schwierig ist, alleine von der Ansicht her zu definieren. Ähnlich mit Tieren. Das Zweite, was daran schwierig ist, ist, dass die Regeln, die sie aufstellen würden, ja wieder abhängig sind von anderen Teilen, wie zum Beispiel, er hat vier Beine. Wie klassifizieren Sie denn nun die Beine eines Stuhles? Das heißt, Sie müssen jetzt nun anhand der Bilder das Bein eines Stuhles zu erkennen. Auch das ist nicht mehr so einfach. Das heißt, da müssen Sie sagen, ja, das ist Holz, rund, quadratisch, was auch immer. Das heißt, das Ganze mit Regeln zu definieren, ist ausgesprochen schwer, weil jede dieser Regeln wiederum ein Klassifikationsproblem in sich selbst ist. Das heißt, wir verwerfen diese Idee mit regelbasierter Klassifikation, oder ist zumindest etwas, was zwei Jahre dauerte, bis man das verworfen hatte, aber der durchweg benutzte Ansatz heutzutage ist, dass man eine solche Definition oder eine Klassifikation lernt. Das heißt, wir haben Modelle, die automatisch anhand der Daten erlernt werden.
Das bedeutet, dass das eine, was wir fast festhalten müssen, das mit Regeln zu machen, ist unglaublich komplex und daher unmöglich für alle Objekte in der Welt. Das heißt, wir müssen das Ganze erlernen anhand von Daten mit automatischen Lernalgorithmen. Das Zweite, was wir feststellen müssen, ist, dass es mit hundertprozentiger Genauigkeit auch nie gehen wird. Das heißt, man kann nie hundertprozentig sagen, das ist Klaus und das ist Peter. In irgendwelchen bestimmten Positionen und Situationen sind die Sachen ambig. Mir sagte gestern gerade jemand, dass irgendwer mal auf die schlaue Idee kam, einen Kopierer zu bauen. Ist tatsächlich passiert. Einen Fotokopierer zu bauen, der die Bilder korrigierte, der erkannte dann, das müsste eigentlich ein O sein und hat das dann korrigiert und ein O eingesetzt. Hat zu entsetzlichen Gerichtsverfahren geführt, weil hin und wieder mal dann eine Zahl tatsächlich falsch klassifiziert wurde und dann entsprechend verdreht wurde und daher Zahlen tatsächlich sich veränderten. Das heißt, wir können in vielen Situationen, in so einer Situation muss man mit der Situation leben können, dass wir nicht unbedingt hundertprozentig wissen können, was es hier eigentlich ist. Das heißt, wir dürfen bei Klassifikation auch nie von hundertprozentiger Genauigkeit ausgehen. Das heißt, wir müssen immer mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Das heißt, wir müssen da einer bestimmten Klasse jeweils immer nur eine Wahrscheinlichkeit zuordnen und dann sagen, dass es eine bestimmte Klasse mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ist. Nun, in diesem Zusammenhang werden wir jetzt also mehrere Klassifikatoren kennenlernen. Wer von Ihnen hört gerade die Vorlesung Neuronale Netze bei mir? Okay, ich würde sagen, 20% von Ihnen hören das gerade. Was jetzt kommt für die nächsten anderthalb Vorlesungen ist identisch oder dasselbe. Das heißt, wenn der eine oder andere das nicht zum zweiten Mal hören möchte, ist er hiermit entschuldigt. Das heißt, Sie müssen sich nicht anschauen. Aber meine Vorlesungen sind so fantastisch und interessant, dass Sie es wahrscheinlich ein zweites Mal hören wollen. Aber Spaß beiseite, das ist jetzt derselbe klassische Teil dieser Ansätze, die wir uns anschauen werden. Nun, bei der klassischen Mustererkennung, was man hier versucht, ist zunächst mal eine Einordnung in bestimmte von Mustern in Klassen. Und hier hat man zunächst mal diese syntaktisch regelbasierten Systeme sich zunächst mal entwickelt und dann eben auch lernende statistische Systeme. Heutzutage sind alle Systeme eigentlich lernend statistisch. Hier unterscheidet man zwischen überwachten und unüberwachten Klassifikatoren. Was das ist, besprechen wir auch gleich noch. Und bei beiden überwachten und unüberwachten reden wir von parametrischen, nichtparametrischen und linearen, nichtlinearen Klassifikatoren. Und was ist überwacht, unüberwacht? Diese erste Unterscheidung ist zunächst mal, dass wir bei Klassifikatoren nicht immer die Situation haben, dass wir genau wissen, von welchen Klassen wir reden. Wenn wir von Alphabet reden, wissen wir, da gibt es so und so viele Buchstaben in einer Klasse und unter diesen Buchstaben wollen wir unterscheiden. Und in diesem Falle sind das also überwachte Klassifikatoren, denn wir können uns eine Trainingsdatenbasis denken, bei der alle Beispiele schon mal vorklassifiziert worden sind. Das heißt, wir wissen dort, zu welcher Klasse jedes Muster gehört. Das sind sogenannte Labels. Und diese Labels sind mir bekannt für eine bestimmte Trainingsdatenbasis. Und daher nennen wir das überwachtes Training. Beim unüberwachten Training haben wir zwar viele Daten, aber wir wissen nicht, zu welcher Klasse sie gehören. Das heißt, die Daten sind ungelabelt. Und wann sind Daten ungelabelt? Wir haben viele Situationen, bei denen wir entweder das Labeln der Daten zu teuer ist oder wir haben die Situation, dass wir gar nicht wissen, von welchen Klassen wir reden. Denken Sie an Human Genome oder astronomische Daten. Da sind dann teilweise die Unterklassen zu ungenau oder unbekannt, sodass wir nicht wissen, von welcher Klasse wir überhaupt reden. Das heißt, wenn die Klassen nicht bekannt sind, kann ich natürlich auch nicht von vornherein diese Daten bestimmten Klassen zuordnen. Das heißt, bei unüberwachtem Training dreht es sich darum, Struktur zu finden oder Klassen zu finden in den Daten, auch wenn die nicht vorgegeben sind. Nun gibt es Mischvarianten. Wenn Sie sich vorstellen, Sie arbeiten irgendwann mal bei großen Firmen, Internetfirmen, Google, Amazon und so weiter. Die haben natürlich jede Menge Daten, die haben viele Daten,
Aber Sie können sich nicht vorstellen, dass man alle Daten einmal gelabelt hat. Das heißt, es ist einfach zu groß. Das heißt, was man dort machen wird, natürlich immer, ist, dass man die Daten zunächst einmal mit gelabelten Daten vorklassifiziert oder vielleicht teilweise klassifiziert, dann aber versucht, mit zusätzlichen ungelabelten Daten noch weiter zu trainieren oder weiter zu lernen und die Systeme entsprechend weiter zu verbessern. Das heißt, das Verarbeiten von unüberwachten Daten ist auch ein großes Teil dieser Forschung, was man damit tut. Es gibt andere Mischvarianten, dass man sogenanntes Crowdsourcing macht oder man benutzt Human Computation, wie man das manchmal auch nennt, dass man sagt, wir benutzen die Benutzer im Internet dazu, die Daten zu labeln, ohne dass sie wissen, dass sie labeln. Also Sie alle kennen Capture, wer weiß nicht, was Capture ist. Also Sie alle hatten die Situation, Sie kommen auf eine Internetseite und da ist dann plötzlich ein Bild von einem Straßenzeichen und Sie müssen eintippen, was auf dem Straßenzeichen steht. Und meistens sind es zwei Muster. Ja? Und warum zwei Muster? Weil dem Betreiber das eine Muster bekannt ist, damit entscheidet man, ob Sie reinkommen oder nicht. Das zweite Muster, da labeln Sie nur künstlich Daten. Das heißt, der Betreiber Google oder wer auch immer lässt Sie damit kostenlos Daten labeln für Straßenzeichen. Das heißt, Google und Amazon, Facebook haben also immer große Datenmengen an Daten, die von den Benutzern tatsächlich auf diese Weise gelabelt werden, also wo jemand dann niederschreibt, das war jetzt die folgende Zeichenfolge. Mit solchen Daten können Sie dann wieder überwachte Klassifikatoren trainieren, die Sie dann einsetzen, um, was weiß ich, andere Aufgaben jeweils zu lösen. Okay, nun hier also die Unterscheidung zwischen überwacht und unüberwacht. Vielleicht noch eine dritte Mischvariante, die ich erwähnen möchte, das kommt etwas später, das sogenannte Reinforcement Learning, da dreht es sich um Aufgaben, bei denen wir die Klassifikation von Daten versuchen durchzuführen, bei denen der Label nur indirekt bekannt ist. Also stellen Sie sich vor, dass ich Ihnen zwar nicht sage, was jedes Muster war, aber ich sage Ihnen hinterher, dass das gut war oder schlecht. Oder Sie haben einen Roboter, der in eine bestimmte Ecke läuft und am Ende, wenn er ans Ziel kommt, dann sagen Sie, ja, das war gut. Oder wenn er gegen die Wand fährt, dann war das schlecht. Aber unterwegs können Sie nicht entscheiden, ob jeder Schritt ein guter war oder nicht. Das sind solche Mischvarianten, die man dann bei Reinforcement Learning benutzt. Okay. Nun, unüberwachte Klassifikation ist dann die Situation hier, wo wir also Punkte haben. Wir wissen aber nicht, zu welcher Klasse die Punkte gehören. Wir haben keine Einteilung der Punkte in Klassen. Wir wollen aber in diesem Fall trotzdem versuchen, die Daten strukturell irgendwie einzuordnen, nämlich dass wir hier in diesem Beispiel zum Beispiel die dass wir hier die Punkte in diese unterschiedlichen Bereiche unterteilen und dann also feststellen, ob das zu der einen oder anderen Klasse jeweils gehört. Nun kann man sich streiten, ob das eine Klasse sein sollte, dieses große Ei oder dieser eine Punkt, ob das nur ein Outlier ist oder so. Das heißt, wir haben auch da hier immer die Frage, wenn wir Struktur versuchen wollen, können wir diese Klassen definieren, aber dann ist die Frage, wie viele dieser Strukturen oder viele dieser Klassen gibt es, wie finde ich die, wo sind sie, wie viele davon soll ich definieren. Beim überwachten Klassifizieren habe ich, wie gesagt, diese Situation, dass ich also hier zwei Klassen habe, die vordefiniert sind. Also in dieser Situation habe ich die Klassen zugeordnet. Mein Laserpointer will nicht mehr. Sorry. Also hier haben wir die Situation, dass wir Kringel haben und Kreuzchen und in diesem Fall habe ich eine Datenbasis, die gelabelt worden ist. Das heißt, hier habe ich nun Daten, bei denen jemand mal drüber gegangen ist und gesagt, das gehört zu der einen oder anderen Klasse. Beispiel dafür in diesen Folien ist die Kreditwürdigkeit, dass ich nämlich eine Klasse von Kunden habe in einer Bank, die kreditwürdig sind und eine andere Klasse von Kunden, die nicht kreditwürdig sind.
und ich habe meinetwegen Merkmale. Das heißt, in diesem Falle möchte ich entscheiden, wenn ein neuer Punkt kommt, also jemand Neues kommt in die Bank und Sie wollen feststellen, ist diese neue Person kreditwürdig, ja oder nein? Das ist meine Klassifikationsaufgabe. Bei dem neuen Punkt, kenne ich natürlich die Klasse nicht. Das ist eine Unbekannte. Bei den Daten, die ich vorher gesehen habe, kenne ich die Klassifikation. Das sind Kunden, die ich schon mal hatte. Bei denen konnte ich später nachweisen, dass die entweder kreditwürdig waren oder nicht. Das heißt, hierüber habe ich dann Labels. Diese Daten sind bekannt aus meiner Historie. Und wenn ich diese bekannten Daten habe, dann kann ich die alle beschreiben durch sogenannte Merkmale. Das heißt, ich beschreibe jedes Muster durch einen Merkmalsvektor X. Der Merkmalsvektor X in unserem Beispiel können wir uns vorstellen als Einkommen oder Alter. Und diese beiden Merkmale setze ich in einen solchen Vektor ein. Und dann mit Hilfe dieses Vektors habe ich in der Trainingsphase alle meine gelabelten Daten und in der Testphase kommt ein neues rein, bei dem ich den Vektor habe, aber dessen Klasse nicht kenne. Und ich versuche jetzt durch mein Modell zu bestimmen, zu welcher Klasse ein bestimmter Punkt oder ein bestimmtes Muster jeweils gehört. Gegeben, dass Joes Einkommen und Alter ein gewisser Wert ist, also mein Kästelchen ist Joe, der in die Bank reinkommt, und den kann ich nun fragen, was ist ihr Einkommen, was ist ihr Alter, und anhand meines Modells versuchen zu klassifizieren, ob er in die Klasse der kreditwürdigen oder in die Klasse der nicht kreditwürdigen Menschen gehört, um dann zu entscheiden, ob ich einen Kredit gewähre oder jeweils nicht. Und viele Klassifikationsprobleme existieren, die ähnlicher Natur sind. Das heißt, ich kann also zum Beispiel Fraud Detection, um Missbrauch, Kreditkartenmissbrauch zum Beispiel zu erkennen. Alle Ihre Banken, wenn Sie, wer von Ihnen hat eine Kreditkarte? Viele von Ihnen haben eine. Es kommt hin und wieder vor, dass solche Karten gestohlen werden und dann geht jemand irgendwo shoppen. Ja? Und jetzt sind Sie natürlich nicht verantwortlich, wenn Ihre Kreditkarte gestohlen wurde und Sie melden das der Bank, dann kann das ja sein, dass dieser Dieb immer noch weiter damit einkaufen geht. Und diese Rechnungen dafür müssen Sie nicht bezahlen. Das heißt, die Bank, die Kreditkartenfirma, hat dadurch einen Verlust durch einen Missbrauch. Und diesen Missbrauch zu klassifizieren als Missbrauch frühzeitig ist daher ein enormes Teil des Geschäftes von Kreditkartenfirmen, relativ schnell Fraud zu erkennen. Und das tun Kreditkartenfirmen daran, dass sie die Muster der Einkäufer eben auch als Vektoren definieren. Das heißt, sie sagen, in welchem Land passiert das? Was wurde hier gekauft? Also wenn Sie immer, Fußballer sind und Sie kaufen sich neue Fußbälle, Tennisschuhe und so weiter, dann ist das vielleicht normales Einkaufsverhalten, aber plötzlich irgendwie, Fahrräder zu kaufen, wäre nicht typisch für Sie. Wenn also sowas dann passiert und plötzlich 10 Fahrräder in Holland gekauft werden oder in Tansania oder sonst irgendwo, dann ist das nicht Ihr normales Kaufverhalten und man würde dann also sagen, vielleicht nicht und dann möglicherweise Ihre Kreditkarte sperren. Das heißt, solche Klassifikationen schnell durchzuführen, bedeutet, viele dieser Verluste zu vermeiden. Also Fraud Detection, Kunden auswählen, all das ist im Bankgeschäft ein Riesending und gehört mit zur Klassifikation. Und wie bauen wir dazu ein Modell? Das heißt, nochmal, wir versuchen anhand der Daten, die wir haben, uns ein Modell zu entwickeln. Denn bei den Daten, die wir haben, wissen wir, zu welcher Klasse das gehört. Wir können also ein Modell trainieren und anhand dieses Modells versuchen, neue Daten zu klassifizieren. Und der statistische Ansatz dazu ist zunächst mal Bayes-Theorie, die wir kennenlernen werden. Und hier gibt es nun zwei unterschiedliche Verfahren. Das eine ist parametrisch und nicht parametrisch. Beim parametrischen Ansatz versuchen wir, die Datenverteilung parametrisch zu beschreiben. Typischer Ansatz ist Gauss-Verteilung. Wir nehmen also an, dass die Klasse der Kreditwürdigen oder der Klasse der Nicht-Kreditwürdigen in irgendeiner Weise sich verhalten wie eine Gauss-Verteilung und nach den Merkmalen, die wir dafür aufgebaut haben. Im Fall eines nicht-parametrischen Ansatzes
haben wir das nicht, diese Annahme, und versuchen das direkt an den Daten jeweils zu schätzen. Wie das aussieht, werden wir nun kennenlernen. Nun, Bayes Entscheidungstheorie geht so, dass wir das Ganze probabilistisch oder mit Wahrscheinlichkeiten versuchen auszudrücken, nämlich, dass wir sagen, wir suchen die Klasse, deren Wahrscheinlichkeit die größte ist. Also wenn ich, wenn Sie in die Türe reinkommen und sagen, mein Alter ist sowieso, mein Einkommen ist so, dann versuchen Sie zu bestimmen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person kreditwürdig ist, wie wahrscheinlich ist, dass sie nicht kreditwürdig ist, und Sie suchen die Klasse nun aus, die größere ist. Wenn es also wahrscheinlicher ist, dass Sie kreditwürdig sind, als die Wahrscheinlichkeit der Nichtkreditwürdigkeit, würden Sie sich für den Kredit dann jeweils entscheiden. Das heißt, wir beschreiben das Ganze mit einer Wahrscheinlichkeit der Klasse, also P von Omega J, gegeben die Beobachtung oder den Beobachtungsvektor X. Das heißt, ich habe einen Beobachtungsvektor X und mit diesem Beobachtungsvektor X versuche ich zu entscheiden, wie wahrscheinlich es ist, dass jetzt der einen oder der anderen Klasse gehören. Nur nach statistischen Regeln kann man das umschreiben. Also die Bayes-Entscheidungsregel sagt, dass wir, wenn wir P von Omega J haben, gegeben X, das heißt die Wahrscheinlichkeit einer Klasse, gegeben die Beobachtung, kann ich das umschreiben in die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten, also P von der Beobachtung X, gegeben die Klasse Omega J, mal der Wahrscheinlichkeit der Klasse Omega J, geteilt durch der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten. Das ist also nur Anwenden der Bayes-Regel, die Sie aus der Wahrscheinlichkeitstheorie kennen sollten. Und wenn wir uns diese Werte anschauen, dann sind die insofern interessant, weil wir feststellen können, dass in dem rechten Ausdruck wir insbesondere zwei Terme haben, die uns wichtig sind. Das eine ist dieses P von Omega J, das ist die sogenannte a priori Wahrscheinlichkeit, das ist die Wahrscheinlichkeit der Klasse selbst. Nun haben wir hier keine Messung, nichts über X oder sonst irgendwas, über Merkmalsvektoren, sondern nur die Wahrscheinlichkeit der Klasse Omega J. Wie wahrscheinlich ist es, kreditwürdig zu sein, wie wahrscheinlich ist es, nicht kreditwürdig zu sein, ganz ohne Beobachtung der Person. Das heißt, das sind die Voreinnahmen, die a priori Annahmen meiner Klasse. Das heißt, wie wahrscheinlich ist kreditwürdig, wie wahrscheinlich ist nicht kreditwürdig. Also wenn Sie sich vorstellen, in Karlsruhe, über alle Personen in Karlsruhe, wie viel Prozent der Karlsruhe sind kreditwürdig und wie viele sind es nicht kreditwürdig? Das heißt, wir hätten dann eine a priori Wahrscheinlichkeit für Kreditwürdigkeit. Sagen wir mal, 80% der Karlsruher sind kreditwürdig. Das heißt, wir hätten P von Omega kreditwürdig gleich 0,8. Soweit so gut, das können wir also bestimmen. Das Zweite, was wir brauchen, ist diese Wahrscheinlichkeitsverteilung P von X gegeben Omega J. Das ist also meine Verteilung der Daten gegeben die Klasse Omega J. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich einen bestimmten Datenvektor beobachte, gegeben, dass ich in der Klasse entweder der kreditwürdigen oder nicht kreditwürdigen bin. Das heißt, es ist ein generatives Modell, das mir sagt, für jede Klasse, die ich habe, habe ich eine bestimmte Verteilung der Daten. Ich brauche also diese beiden Terme, die Verteilung der Daten gegeben die Klasse und das zweite ist die a priori Wahrscheinlichkeit der Klasse Omega J selber. Wenn ich das habe, dann kann ich das oben einsetzen und dann die a posteriori Wahrscheinlichkeit bestimmen. Das ist, was ich eigentlich suche, nämlich der Wahrscheinlichkeit der Klasse Omega J gegeben die Beobachtung X. Nun, mein Klassifikationsproblem ist dann gelöst, wenn ich das Maximum über alle Omega bilde. Das heißt, ich klassifiziere nun dadurch, dass ich sage, ich bestimme für jede Klasse, ich habe einen Beobachtungsvektor X, das der Person, die in die Bank reinkommt, und ich bestimme jetzt für diese Beobachtung, wie wahrscheinlich ist es, dass es kreditwürdig ist oder nicht kreditwürdig oder sonst irgendwas. Ich bestimme, ob das ein Ferrari ist oder ein Mercedes oder sonst irgendwas. Das heißt, ich versuche jetzt durch Einsetzen in diese Formel zu bestimmen, wie wahrscheinlich jede dieser Klassen ist. Und mein Klassifikationsergebnis ist dann der argmax, nämlich die Klasse mit der größten Wahrscheinlichkeit der Klasse. Also mein J, Klasse J
mit der größten a posteriori Wahrscheinlichkeit P von Omega gegeben x ist dann mein Ergebnis. Nun, meine Entscheidungsregel ist dann, ich entscheide mich für die Klasse Omega 1, wenn die a posteriori Wahrscheinlichkeit P von Omega 1 gegeben die Beobachtung größer ist als die Wahrscheinlichkeit für Omega 2 gegeben die Beobachtung, und ich entscheide mich für 2, wenn es andersrum ist. Durch Einsetzen in die Formel der Base-Regel kann ich jetzt nun die klassenbedingte und die a priori Wahrscheinlichkeit hier sehen. Wir sehen, dass sich im Nenner dieses P von x rauskürzt, weil es auf beiden Seiten der Ungleichung dasselbe ist. Das heißt, es verändert sich über die Klassen nicht. Das heißt, ich habe dann einen Ausdruck, der nur noch die klassenbedingte und die a priori Wahrscheinlichkeit enthält. Für den Multikategorie-Case, also für den Mehrklassenfall, verhält sich das ganz ähnlich. Wenn ich also, was weiß ich, zum Beispiel Autos klassifiziere, Mercedes, Ferrari, Volkswagen, sonst irgendwas, und dann bestimme ich für jeden dieser Klassen meine Wahrscheinlichkeit von Klasse 1, von Klasse 2, von Klasse 3, und ich entscheide mich dann für die Klasse, deren Wahrscheinlichkeit die größte ist von all diesen Klassen. Ich berechne das dann wieder, auch dann wieder durch Einsetzen der Klassenbedingten mal der a priori Wahrscheinlichkeit. Okay. Und hier ist ein Beispiel, wenn wir so Klassenbedingte haben von zwei Klassen, im einen Fall die Verteilung der Daten gegeben Omega 1, im anderen Verteilung der Daten gegeben Omega 2, dann habe ich zusätzlich auch noch die a priori Wahrscheinlichkeiten. P von Omega 1 ist zweimal so groß wie 1, das heißt, das würde dann die erste Klasse natürlich gewichten und daher meine a posteriori Wahrscheinlichkeit verschieben. Wenn ich das Ganze einsetze und durch die Verteilung der Daten normiere, dann bekomme ich meine a posteriori Wahrscheinlichkeit, die sieht dann so aus. Durch Verändern der Beobachtung x wird dann meine a posteriori Wahrscheinlichkeit sich verschieben auf diese Art und Weise und dann ein Punkt erreicht sein, bei der die a posteriori Wahrscheinlichkeit der ersten Klasse am Anfang größer ist als die der zweiten Klasse und dann später kleiner sein als die der zweiten Klasse. Das heißt, das wäre mein Threshold, mein Punkt, an dem ich mich dann anfange, für die zweite Klasse zu entscheiden. Das heißt, wenn x kleiner ist als dieser Threshold hier in der Mitte, wenn mein x kleiner ist als das, entscheide ich mich für Omega 1, und wenn das größer ist, entscheide ich mich für Omega 2. Okay. Wenn wir mehr Klassen haben als nur zwei, dann ist auch nicht unbedingt garantiert, dass das ein einfacher Threshold ist. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir ein Threshold wählen und sagen, kleiner ist dann die eine Klasse oder größer die andere. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Entscheidungsregionen, in denen ich mich für die eine oder andere Klasse entscheide. Hier haben wir zum Beispiel ein Bild von Verteilungen, die nicht mehr schön gaussglockenförmig sind, sondern eher unterschiedliche Formen haben. Insbesondere betrachten Sie zunächst mal hier diese Verteilung der Klasse Omega 3. Dann sehen wir hier recht schön, wie wir uns in der ersten Intervall hier bis zu diesem ersten Überschneidungspunkt für die Klasse 1 entscheiden. Dann entscheiden wir uns für die Klasse 3. Dann haben wir eine bestimmte Region, bei der wir uns für die Klasse 2 entscheiden. Und dann entscheiden wir uns wieder für die Klasse 3. Das heißt, wir haben zwei Intervalle, bei denen wir uns für die Klasse 3 entscheiden. Das ist also nicht nur an einem Teil der Verteilung, sondern in mehreren Teilen hier des Raumes. Das heißt, auch hier ist so, dass natürlich die Art der Verteilung sehr entscheidend darüber ist, in welchen Regionen wir für unterschiedliche Klassen entscheiden. Okay, wir sind mit der Zeit vorbei. Letzte Folie. Im multidimensionalen Fall ist das natürlich auch der Fall. Unsere Merkmale sind nicht nur ein Merkmal, sondern mehrere Merkmale in der Regel. Das heißt, wir haben es mit multivariaten Verteilungen zu tun, die in mehrere Dimensionen jeweils variieren. Und wenn das der Fall ist, bekommen wir natürlich auch hier wieder Entscheidungsregionen, die dann aber natürlich multidimensional aussehen. Wir sehen hier zum Beispiel, wie eine Entscheidungsregion R2 sich von einer Entscheidungsregion R2 unterscheiden durch eine Ellipse, bei der ich dann sage, wenn ich in diesem elliptoiden Teil bin, dann würde ich mich für Klasse 2 entscheiden und außerhalb dessen
für Klasse 1, wobei das in beiden Fällen eben so zwei Verteilungen sind, die im Multivariatenfall sich gegenseitig durchstechen und ich dann am Rande dieser Überschneidung meine Entscheidungsregion vorfinde. Okay, soweit zur allgemeinen Bayes-Theorie. Nächstes Mal schauen wir uns dann ein paar konkrete Klassifikatoren an und schauen, wie dann die klassischen und dann auch später die neuronalen Klassifikatoren funktionieren. Tschüss.